Hallo in die Runde, willkommen zum sechsten Teil Screenshots Limit Breaker in Blau. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich lange keine mehr dazu gemacht habe und ich aber ohne Ende Screenshots gesammelt habe. Dementsprechend hole ich das einmal nach. Borrel im Kostüm, muss ich sagen, ist schon ziemlich böse für einen Vier-Sterne-Helden, was da am Ende rauskommt. Ein anderer Kirill, hier ist glaube ich jemand auf Angriff gegangen, wenn ich das richtig sehe, weil die Lebenspunkte sind eigentlich sehr gering. Aber Kirill werde ich definitiv auch breaken. Ich finde, für einen 3 Sterne ist das auch ziemlich fies. 1070 Lebenspunkte und fast 700 Rüstung. Da geht einiges, möchte ich meinen, in 3 Sterne Turnieren. Hier fehlt zwar ein Wappen, aber mal ganz ehrlich, ich habe eh keine Ahnung, wieso man Meyerweave breaken sollte. Irgendwer hat es getan. Für sehr schnell mit dem hohen Angriff. Und wenn man da bedenkt, dass sich da Stapel aufbauen, ist das nicht schlecht. Es dauert halt leider nur sehr, sehr lange. Ja, Athena ist erstaunlich niedrige Verteidigung, möchte ich sagen, mit 5 Sternen. Wir haben ja eben schon gesehen, dass Kirill im Kostüm, was er hatte, beziehungsweise was, ach, der erste Zwerg hatte, Borrel hatte, der hatte zwar weniger Lebenspunkte, aber auch nicht so viel weniger, aber dafür deutlich mehr Rüstung. Gut, sie ist natürlich auch auf Angriff getrimmt, deswegen, aber immer noch finde ich einen relativ geringen Angriffswert dafür, dass sie eigentlich kein Verteidigungsheld oder kein Tank ist. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähnliches gilt für Missandra. Da merkt man halt, dass es Season 2 Helden bzw. uralte Helden des Monats sind. Und da muss man ganz klar sagen, hier fehlt natürlich auf dem letzten Talentpunkt fehlt noch Angriff. Ich glaube, das sind 30 Angriff. Dementsprechend wären es mit dem sind bei 3% irgendwie. Irgendwie war das auf jeden Fall. Kommt da noch ein bisschen was drauf, wenn man das hätte. Fast 900 Rüstung, fast 1600 Lebenspunkte mit Krieger und schnell sind das gute Werte. Nochmal ein anderer Magini zum Vergleich: einmal 918 Krieger, 764, 1589. Ja. Bis auf Verteidigung schlechter, dafür Angriff deutlich besser. Hier sind natürlich auch die Stufe 20 drauf. Und bedenkt, der hat noch nicht den Kostümbonus. Der hat den Kostümbonus und hat natürlich auch deutlich mehr Lebenspunkte dann, muss man ganz klar sagen. Da geht einiges. King Arthur habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich zum Glück lange nicht mehr gegen kämpfen, weil der wird ja natürlich hauptsächlich nur gegen Titanen genommen. Dementsprechend, ja. Durchschnittliche Werte kann man ganz klar sagen. Der ist halt auch offensichtlich in die Jahre gekommen, wenn man zumindest die kostümierten Magni eben sieht im direkten Vergleich. Herrscher Loki, der Angriff ist da quasi fast egal. Die hohen Verteidigungswerte in Kombination mit den hohen Lebenspunkten dienen ja nur dazu, dass er lang genug lebt, damit er dann eine wertvolle Fähigkeit kopieren kann oder die Fähigkeit, die gerade gebraucht wird, dementsprechend richtig gut. Gute Wahl, den zu breaken. Jetzt kommen insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Scuddy-Versionen. Ich gehe die einfach durch. Scuddy ist einfach so ein geiler Held, egal was da kommt. Silalay, ich habe ja rausgefunden, für mich festgestellt, dass wenn die in der Verteidigung steht und schon 20% mehr Schaden macht, dass da eigentlich kaum was bei rumkommt. Dementsprechend hätte ich die auch nicht gebreakt. Aber vielleicht, wenn man da 2 oder 3 von hat, aber auch dann weiß ich nicht, ob ich die breaken würde. Genauso wenig wie das, habe ich auch keine Ahnung, wieso man die breaken sollte. Selbst wenn sie sehr schnell ist, da kommt eigentlich relativ wenig Schaden rum, meiner Meinung nach. J
Ist eine gute Entscheidung, den zu breaken. Muss man ganz klar sagen. Hängt natürlich auch davon ab, ob man dann den Helden des Monats September bekommt oder nicht. Aber ich würde den auf jeden Fall auch breaken, wenn ich denn so weit bin, dass ich anfange zu breaken. Hier haben wir nochmal einen zum direkten Vergleich. Der hatte, glaube ich, die gleichen Lebenspunkte. Aber weniger Rüstung. Dafür hat der rechts auch weniger weniger Schwert und weniger Rüstung. Ah, nee, doch mehr Rüstung, aber weniger Schwert. So ist es. Ja, Glenda. Muss man natürlich sagen, die hat auch relativ schwache Werte, wie ich finde, im Vergleich zu anderen. Aber dafür auf drei Ziele 945 plus 270% ist dann doch schon wieder eine harte Ansage. Frieda, glaube ich, die wird häufig gebreakt werden. Da kommt es auch einfach nur darauf an, dass sie überlebt und dann am Titan den Schaden raushaut oder auch am gegnerischen Team, dass der Eis-Debuff draufkommt und dass die Gegner minus 54 Verteidigung kriegen gegen Eisfähigkeiten. Deswegen muss man ganz klar sagen, wichtig, dass die überlebt. Der Schaden ist zweitrangig in dem Sinne. Der Schaden kommt durch die Reduzierung gegen Eis. Jetzt kommen zwei Velas zum direkten Vergleich. Einmal fast 900 Verteidigung, fast 1600 Leben. Und hier ist es halt mehr und dafür fehlen halt 20 Punkte im Angriff. Nochmal ein Kirill, da tut es mir leid, den habe ich vorhin, hoffe ich, nicht gezeigt, wenn Fahrer falsch eingeordnet. Dafür entschuldige ich mich. Theobald, ziemlich schnell nach dem Starfall-Event habe ich den, glaube ich, schon gehabt, habe ihn aber bisher nicht gezeigt gehabt. Der hat seine Sternstunde im Rush-Turnier. Krampus, ja. Eine Wand an Tank, mehr braucht man dazu nicht sagen. Alles, was in Lebenspunkte geht, ist auch gut für den Familienbonus, sprich für die Weihnachtsminions, die beschworen werden. Alles gut, kann man nichts zu sagen, der lohnt sich. Russula, war ich überrascht, dass ich den gesehen habe, dass er niemand gebreakt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass der relativ selten in der Verteidigung steht, beziehungsweise auch ungern genommen wird. Aber mit 900 Verteidigung und fast 1000 Angriff mit den 5 Extra-Leveln, muss ich sagen, ist der schon übel. Zumal er ja zusätzlich zu der neuen Verteidigung und den neuen Lebenspunkten, ja, wenn er ausgelöst hat, 30% weniger Schaden bekommt für zwei Züge und dann vielleicht schon wieder neu auslösen kann. Also, das ist so ein böses Ding, was je höher die Werte gehen, es eigentlich nochmal kumulativ deutlich böser wird. Jetzt kommen zwei Dorn. Da merkt man halt Season 1 noch ohne Kostüm. Da finde ich die Werte halt einfach wirklich übel. Und damit wird er auch langsam wieder spielbar, wo vorher gesagt worden ist, ach ja, wenig Lebenspunkte etc. etc. macht wenig Schaden. Mit diesen neuen Werten kommt er langsam in die Region, wo er wieder gespielt werden kann. Meiner Meinung nach sieht auf jeden Fall gut aus. Hier zum Vergleich nochmal mehr auf Verteidigung gegangen. Dafür weniger Angriff. Ist ja wahrscheinlich von jemandem als Tank gespielt, der nichts anderes in Blau hat. Eine gute Wahl dann. Ja, und das ist, brauche ich nicht zu sagen, das sieht man. Das ist böse. Die haben eh schon krasse Verteidigungswerte und das auch noch zu breaken ist übel. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.